guten Morgen. Das ist Grumpy Cat. Frühstück um 3:15. Traumvorstellung. Habe ich immer gesagt, jo, ich gehe jetzt von Anfang an immer alleine mit ihm ein bisschen Zeit ohne Mutter. Hi, guten Morgen. Ja, ich glaube, in deiner Traumvorstellung habe ich dich geboren. Na? Genau. Ich habe keine Tipps, Freunde, einfach trauen. Weißt du, es gab auch so Phasen, wo ich dachte, der Typ hasst mich. Hi. Von seiner Mutter weg. Ich liebe dich auch. Ich mag jetzt wirklich. Also, wir gehen raus, Mama kommt nicht mit. Ich schaue gerade das Hazel und Dirk Video bei Elternschaft. Ich glaube, wenn man noch ein bisschen warten. Und krieg gerade Besuch. Hi. Hi. Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir planen uns jetzt fertig zu machen. Es dürfte demnächst 8 Uhr sein. Wir fahren heute einkaufen in Schloss Holte, weil ich ganz dringend zum Fressnapf muss. Ich brauche Katzenstreu. Und zwar richtig dringend. Jetzt sehe ich wenigstens wieder was. Ja. Und da ist ein Aldi, da gehe ich dann einkaufen. Und da ist eigentlich sogar auch ein Marktkauf, meine ich. Da war ich aber noch nie drin. Und da ist ein Rossmann, da muss ich auch noch rein. Eigentlich brauche ich jetzt noch meine Mundspülung, nur lehnt ihr da gerade dran. Ich muss was da anders machen. So. Ich war heute mal mit beiden hier. Lucy ist mittlerweile da. Und schnell, Lenio ist weggelaufen. Shit. Ich komme in den Hausflur und ich weiß, ich bin heute dran mit Wischen. Alles klar, wissen wir, was wir heute noch machen. Wir müssen erstmal den Pullover anziehen, weil es nämlich nicht nur kalt draußen. Es regnet auch. Ey, weißt du, die ganze Woche strahlender Sonnenschein und du arbeitest bis mit Kindern und dann, wenn du mal trocken brauchst, sagt Regen so, verarscht. Ich bin jetzt auch da. I'm here for the party. Ah, nee, krieg ich nicht ab. Hier fliegt übrigens überall das Zeug rum, ne? Lecker. Rausgeschnitten. Okay, los geht's. Es ist so schön. Ich wollte gerade sagen, es ist so schön, nicht mehr ein Ping zu hören. Aber Tempomat-Ping ist ja noch da. Drive. So, ich bin wieder da vom Einkaufen und ich wollte euch ein paar coole Sachen zeigen. Aber erst muss ich hier meinen. Ich habe gestern einfach nur alles hingeschmissen,
und ich sauber gemacht. Zeug wegpacken. Und zwar habe ich richtig coolen Shit gekauft. Warte, ich war beim Aldi. Und ich habe ganz viel gekauft, was ich sonst normalerweise nicht kaufe. Also ich kann euch eine Menge zeigen. So. Zack. Nee, das ist der falsche. Gut. Passt mal auf. Das schlimmste Erlebnis, das ich hier hatte, war, dass eine aus dem DRK vor mir an der Kasse stand mit ihrem Partner und ich hätte so kotzen können. Ich habe die ganze Zeit wie verrückt Annie angeschrieben, die wahrscheinlich maximal genervt ist von meinen 27 Millionen Nachrichten, damit ich bloß nicht mit ihr reden muss. Eine von denen, die mich so richtig maximal verarscht hat. Also, ihr kriegt einen ganz schnellen Alles-Salat. Ich habe mir eine Kirsch-Paprika-Creme mitgebracht. Ich zeige euch doch nur einen coolen Shit. Und zwar hatten die im Angebot eine Mandelcreme für 2,99 €. Den gibt es heute zum Frühstück. Zum Frühstück. Oder zum Löffeln den ganzen Tag, ist mir egal. Dann habe ich heute aus der... Achso, genau, ich habe mir nochmal vegane Schnitzel mitgebracht. Und... zwei Süßigkeiten der Woche habe ich diesmal. Einmal so Kekse und so Schokoriegel. Weil jetzt kann ich wieder kaufen, es sind keine mehr da. So, gerettet habe ich heute Bio-Leona und einen Lachs. Und zu dem Lachs übrigens, ich habe ja vom Vermieter meinen Kürbis gekauft, wird es einen Flammkuchen geben. Ich glaube, das wird eine ganz nice Kombination. So, ansonsten habe ich so normalen Kram. Heute die erste Pomelo. Dann zum Frühstück habe ich mir heute mal Laugenstangen mitgebracht. Und Croissants. Diesmal bin ich umgeswitcht von Couscous auf einen Linsensalat. Ich dachte mir, der könnte auch ganz nice schmecken. Apfelsaft. Die Weihnachtstee-Punsch-Saison ist eröffnet. Geil, ne? Ja, und ansonsten das, was mir halt richtig gut gefällt heute, was ich gekauft habe. Ich habe mir ein paar Herbstkuschelsocken gekauft. Sind die nicht schön? Und da ist drinne Wolle, Baumwolle, Seide, Elastan und Polyamid. Also ist halt Plastik drin, sonst würden die nicht durchgehen. Aber guck mal, wie schön die einfach sind. Die ziehe ich gleich über meine normalen Socken, weil sonst müsste ich sie erst gewaschen haben. Über die freue ich mich mega. Das war's. So, das ist meine Vlogschneideaufstellung. Heiße Zitrone und Ingwer. Zitrone ist gepresst, weil ich nicht wusste, ob diese aus der Rettertüte Bio ist. Minze, Ingwertee, Kaffee, Sprudelwasser und los. So, jetzt sind wir fertig. Janik und Annie durften gerade mal zugucken, wie ich es mache. Und ich habe übrigens noch was gekauft, als ich beim Fressnapf war. Einmal ein Katzengras-Nachfüllbeutel. Übrigens, alle meine drei Tassen sind leer. Und dann für Lucy eine neue Schale. Weil die mit ihren... Wie heißen die Haare im Gesicht? Nicht die Wimpern. Ihr wisst, was ich meine. Weil sie nicht gerne aus tiefen Schalen frisst. So, und für Milo... habe ich jetzt mal sowas hier geholt, in der Hoffnung, dass er da nicht mehr so schlingt, weil er erst überall ran muss. Versteht ihr? Und während wir also auf Annie warten, weil die erst noch frühstücken muss, wobei sie geschrieben hat, sie hat vorher schon gefrühstückt, waschen wir die einmal kurz ab. Das ist bei Lucy, passt das auch zur zweiten. Sie hat jetzt einmal das hier und den hier. Den habe ich euch wahrscheinlich auch schon mal irgendwann nebenbei gezeigt. Also sie hat davon eine 2. Ja, und ich hoffe, dass Milo das morgens hilft. Okay, Lidokeli. Ich bin immer so schlecht mit Resten wegräumen. Der Hannes schnüffelt immer, als würde da jemand wohnen. Unterm Schrank. Ich würde es noch nicht mal verübeln. Ich stelle mir da alles vor. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, wie viel ich heute ausgegeben habe. War ein bisschen mehr, aber es war alles eingeplant. Bei den Katzen habe ich einen dicken neuen Sack. Ach, ihr seid schief.
Streu geholt und diese Sachen hier. Das waren ungefähr 45 Euro aufgerundet. Und beim Aldi habe ich 44 Euro für meinen Einkauf bezahlt. Yes, also schon wieder knapp 100 Euro heute ausgegeben. Da will man immer gar nicht mehr so drüber nachdenken. Ist immer viel Geld. Aber jetzt brauche ich Streu erst wieder in 2 Monaten. Wie ihr da wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, das ist immer Milo, der Stehpinkler, werden wir uns heute mal diesem wieder grundreinigungsmäßig widmen. Ich brauche eigentlich noch einen Katzendudel, aber Janik, weißt du, welchen ich wirklich ganz händeringend brauche? Ein Katzenschwanz, der so macht, während er durchs Bild läuft, als Dudel. Das wäre so lustig. So, für dich habe ich es gemacht. Und für dich. Die Fischmatte ist der volle Bringer. Milo braucht länger als sonst. Lucy ist schon fertig, sonst braucht sie nicht mehr so lang. Und er hat da noch voll das Zeug drauf rumliegen, könnt ihr sehen? Also außerdem habe ich jetzt einen neuen Zettel gezogen. Hier steht drauf, Kürbiskuchen für die Arbeit backen. Das lässt sich machen. Das können wir machen, weil ich habe nämlich gerade, weil ich dachte, wenn was mit Kürbis kommt, können wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, einen aufgemacht. Seht ihr das? Der hat kaum Kerne. So dickfleischig ist der. So sieht das fancy Stück jetzt aus. Ich habe da Birne drauf, rote Zwiebel, Butternut-Kürbis. Und hatte keinen Schmand, deswegen habe ich jetzt Frischkäse, Parmesan, Salz, Pfeffer, Thymian. Das packen wir jetzt mal in den Ofen. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von mir. Heute ist Sonntag, der 9. Oktober. Es ist krass, wie schnell die Zeit einfach geht. Es ist schon der 9. Das heißt, in 1,5 Monaten ist Weihnachten ungefähr. Ein bisschen mehr. Ja. Heute habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Stimme. Die ist nicht da. Meine Nase ist auch ein bisschen zu. Genau. Und wir gehen jetzt zurück aufs Sofa. Wir gucken gerade Grey's Anatomy. Heute ist ein Sofatag. Ich muss eigentlich Wäsche waschen. Ich werde es morgen früh machen. Heute ist ein Sofatag. Ich wollte euch heute mal eine andere Variante zeigen, wie man den Kürbis verarbeiten kann. Also heute wird ein kürbislastiger Tag. Aber das liegt einfach daran, dass ich so viel Butternut-Kürbis da habe, dass wir gut damit arbeiten können. So, gestern habe ich einen Flammkuchen gemacht. Der war delicious. Und heute zum Frühstück mache ich mir jetzt hier gerade 2 von den Croissants.
Ich habe da wie gestern mit Frischkäse, Thymian, Salz und Pfeffer und lege mir da jetzt den Kürbis rein. Und dann rollen wir das ganze Ding mal auf. Aber, weil es ja ein herzhaftes Ding sein soll, kommt noch ein bisschen Parmesan drauf. So, und jetzt hoffen wir, dass das mit dem Rollen funktioniert, ne? Irgendwie ist der Teig auch ganz schön merkwürdig, weil der kam unfassbar klebrig heute. Also hier guckt es halt raus, ne? Aus der Verpackung. Packe ich gerade mal so rein. Also ernsthaft, ich kann euch das aus dem Aldi nicht empfehlen. Guck mal, also ich weiß nicht, was mit dem Teig los ist. Der ist nicht kalt gewesen, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt Kürbis, das ist ein Blanco und hier habe ich jetzt Salami und Parmesan reingemacht. Also die beiden konnte ich noch am besten irgendwie lösen, aber dieser ganze Teig war nur ein riesen Klumpen. Also nee, holt ihr lieber woanders, nicht beim Aldi. So, und weil ich großen Hunger habe, gibt es jetzt einen mit Kürbis, einen Blanco, für den ich die Mandelcreme geholt habe, und einen mit Salami. Und dazu den Tee. Gesundheit. Jetzt mit Öl und Kräutern. Einfach einreiben. Mit Salami gefüllt und dann Parmesan noch drüber. Und das kommt in den Ofen. So, und jetzt schneide ich den Vlog, damit ich den morgen auch hochladen kann. Und wir sind auf über 30 Minuten gekommen, ey. Mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Man sieht ja schon, hier ist ein Hochkantding, das kommt raus. Das Essen ist im Ofen. Ich zeige euch da noch die schönen Abschlussbilder, wie es aussieht. Ich habe mir noch das vegane Schnitzel dazu gemacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschö, mit Öl.